schon wieder. Boah, Alter. Nee, jetzt geben mal wieder die Batterien und Geist auf. Ich hätte mir eine Packung Ersatzbatterien mitnehmen sollen, ehrlich. Und zwar erstmal den Kopf vorausschmeißen. Ja, super, wir landen direkt an den Gedärmen. Ach, hör doch auf. Okay, Zeit für das nächste Level. Sergeant Jankowski starb vor ihren Augen, zerrissen von einer Art chirurgischer Maschine. Inzwischen sind Kommandoeinheiten für geheime Operationen der Armakam dabei, die Anlage systematisch zu zerstören. Sie müssen hier raus, bevor das ganze Gebäude zusammenbricht. Snake Fist hält daran fest, dass sie von jemandem namens Alma gejagt werden, die sie absorbieren will. Ui, obwohl ich das Spiel bis zu dieser Stelle schon kannte, ist das immer wieder ein Horrorzustand vom Feinsten, Freunde, das sag ich euch. Bis hierhin habe ich beim letzten Mal gespielt. Ich weiß, warum sie weint. Ihre Babys. Sie durfte sie nicht mal anfassen. Frage, aber erstens, wer bist du? Zweitens, warum fällst du mir in meinen Funkkanal? Das geht doch gar nicht. Oh, wie süß. Ein Fußabdruck. Also bis hierhin habe ich beim ersten Mal gespielt. Ab hier ist jetzt wieder komplett blind. Ich hoffe, dass ich das Ganze bis hierhin problemlos rendern kann. Dass hier nicht wieder irgendwelche Fehler auftauchen. Das Schlimme ist nur, ihr habt gesehen, mit was für Viechern wir es jetzt zu tun haben. Ab hier ist blind. Nur nochmal zur Erinnerung, ich spiele das Ganze gerade nachts. Oh, das war eine scheiß Idee. Oh Mann, ich mag das gar nicht. Kann ich die Tür zumachen? Ja, sicher ist sicher. Was zum Geier? Wer liegt denn da? Ist das einer von uns? Warte. Drücken, um Stromzufuhr zwischen Türen und Röntgenapparat zu wechseln. Hä? Warte mal. Lalalala. X-Ray in use. Sieht man da irgendwas? Also hier drin ist mal noch alles ruhig. Das freut mich. X-Ray Room. Warte mal. Wir haben da einen roten Punkt. Rote Punkte sind immer sehr, sehr sicher. Dem stecken noch die ganzen Nadeln und Scheren da hinten drin. Das ist ja ekelhaft. So, da haben wir eine Person. Das muss der da sein. Radiation Hazard. Security System engaged. Oh, wir haben da drin also Strahlung. Ach so, ja, von dem Röntgenapparat. Wenn ich da jetzt mal wieder deaktiviere, warte mal. All clear. Jetzt ist die Tür offen. Was bedeutet, wir können da jetzt rein? Jetzt sag bloß, die verbauen hier auch noch Rätsel. Also die Tür ist jetzt offen. Warte mal. Nur um auf Nummer ganz, ganz sicher zu gehen. Nicht, dass uns dieser Typ da jetzt gleich anspringt. So, da ist ja nix. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich will da jetzt nicht näher hingehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach komm, warte, das machen wir einfach folgendermaßen. Und schon kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ich glaube nicht, dass das einer von unseren Jungs war, ne? So, Hinweis aufnehmen. Info, Sergeant Fox. Projekt Harbinger, Name des Probanden James Fox, Rang Sergeant. Paragon Untersuchungsergebnis, körperliche Verfassung exzellent, mentale Stabilität überdurchschnittlich, telestetisches Potenzial überdurchschnittlich. Anmerkungen. Der Proband zeigt durchschnittliche akademische und ausgezeichnete militärische Leistungen, verheiratet, eine Tochter im Alter von 7 Jahren. Harbinger Status genehmigt. Ich glaube, der liegt da. Der Sergeant Fox, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass jetzt wahrscheinlich gleich was passieren wird, wenn wir versuchen, den Raum zu verlassen. Ich weiß es doch. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Okay. Was passiert? Warte, Tür zu.
Sicher ist sicher. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal den X-Ray-Scanner da einschalte? Ist ja komisch. Wozu kann man das denn machen? Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass man da hin und her wechseln kann. Also jetzt läuft da drin auf jeden Fall mal hier der Röntgenapparat. Hör auf zu flackern, entweder an oder aus, aber nicht so ein Half-Mix. Das geht auf jeden Fall nicht mehr auf, das ist klar, der ist jetzt blockiert. Ah, Missionsziel hinzugefügt. Bah, ich will das Missionsziel lesen. Erreichen Sie das Geschoss, bevor die Anlage zerstört wird. Kennen wir. Treffen Sie sich mit First Lieutenant Stokes. Kennen wir. Schalten Sie das Röntgengerät aus, um den Raum öffnen zu können. Ah ja, der da hat da noch eine Schere in der Nase stecken. Also, das gefällt mir gar nicht. Wir gucken uns erstmal um, bevor wir hier irgendwas ausschalten, weil... Ja, na klar. Ah, da haben wir eine Kamera. Uah, schöne Eingeweide zu sehen hier. Naja gut, schalten wir den mal ab. Boah, weh, du stehst jetzt auf da drin, ich sag das. Ich switch mal ganz kurz zu Brandgranaten. Ach verdammt, wir haben nur noch zwei Brandgranaten, die sollten wir uns aufheben. Also Schrotflinte und Splittergranaten. Machen wir den Burschen kalt. Missionsziel erfüllt. Schalten Sie das Röntgengerät aus, um den Raum öffnen zu können. Danke. Habe ich gerade hingekriegt. Und ich bezweifle, dass es eine gute Idee war. Hier kommt doch gleich wieder irgendwas. Ich weiß es genau. Du bleibst liegen. Du bist ein Patient. Patienten müssen liegen bleiben. Ach, nett. Das Zeug steckt ihm auch noch in den... Ach, nee, nee. Hör auf. Hör auf, das brauchen wir nicht. Hier haben wir wieder kugelsicheres Glas. Boah. Nein, 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 nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, Alter! Weg von ihr! Sie gehört mir! Was? Fox? Fuck! Was zum Teufel? Fox! Heilige Scheiße, was? Alter! Ich leg mich erstmal zu dir, okay? Alter, was war das denn gerade? Boah, guckt euch mal die Wand an! Oh Gott. Ja, na klar, da kommen wir nicht durch. Was ist das hier eigentlich? Verbrannt oder was? Boah. Krass. Das war wohl Sergeant Fox. Ich sehe schon, das war eine sehr gute Idee, dieses Spiel nachts zu spielen. Alter, ich werde heute nicht schlafen können, das sage ich euch gleich. Ist aber soweit eigentlich egal, dann könnte ich die Nacht gleich durchmachen. Ach, guck mal einer an. Die Videoüberwachungskameras, die funktionieren noch. Ist klar, ne? Alter, dann kann ich ja die Nacht gleich durchmachen und, dann könnte ich mich eigentlich noch um die nächste Spore-Aufnahme kümmern. Steht sowieso mal wieder an. Dinger liegen nicht umsonst da. Was zum... Ach. Röntgenapparat, der hier hin und wieder... Alter. Schießt der jetzt irgendwie nur Bilder, wenn...
wir uns bewegen oder was? Nee. Das wäre schon ein bisschen sehr krass. Oh, ich will da gar nicht lang. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade irgendwas... Achso, ja genau, die Dinger. Nee, die lassen wir mal stehen. Vielleicht brauchen wir die noch. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Was haben... Sieht man da eigentlich irgendwas? Nee. Ja, doch, da hinten haben wir wieder so Türen, die aber nicht komplett aufgehen. Da drin ist irgend so ein Röntgending aktiv und die Türen sind offen. Scheiße. Das heißt, wir werden jetzt auch noch verstrahlt, oder was? Oh, Leute. Na, super. Und das sind die nächsten Türen offen. Ergo, starke Verstrahlung. Sehr gesund. Kann man da rein? Nee, ne? Gut, dann lassen wir das auch mal gut sein, weil sonst... Na, da ist Blut, da gehe ich nicht lang. Ich gucke erstmal hier rein. Ja, guck mal, Medipack, aber kann man nicht mitnehmen, weil voll. Boah, ich würde die Dinger hier so hamstern. Was zum... Scheiße. Der kommt doch bestimmt gleich hier lang. Ich kenne die Bastarde doch. Die finden schon Schlupflöcher. Haben wir jetzt nicht irgendwas übersehen? Boah, ich renne hier wieder durch wie ein ungeduldiges Kind. Guck mal, wir haben doch hier noch mehr Türen. Die aber auch nicht aufgehen. Da war das, da war das. Okay, nichts übersehen. Außer dass eine Medipack, was wir aber nicht mitnehmen können. Ich verfluche es. Ja, ist auch nicht wirklich was Interessantes. Da liegt noch jemand. Ah, wieder ein Hinweis. Info, Sergeant Morales, keine Ahnung. Paragon-Untersuchungsergebnis, körperliche Verfassung hervorragend, mentale Stabilität hervorragend, telästhetisches Potenzial durchschnittlich. Anmerkungen, aufgrund des marginalen telästhetischen Potenzials und der hohen Intelligenz des Probanden wird der Proband schwer zu kontrollieren und dem Programm nur von mäßigem Nutzen sein. Empfehle jedoch, ihn als potenziellen Forschungskandidaten in der Einheit zu behalten. Habinger Status Reserve. Mhm. Gehörte der auch noch zu unserem Team, oder was? Sonst haben wir hier drin nichts mehr, ne? Nee, okay. Jetzt haben wir doch gleich wieder... Hören Sie! Das kann nur ein Fehler sein! Ganz sicher! Hier gibt es kein Leck! Hören Sie! Wir haben das Objekt ohne Probleme angepasst! Ich weiß ja nicht, für wen Sie genau arbeiten, aber sprechen Sie doch einfach mit Genevieve Aristide! Colonel Vanek, Sektor 5 ist frei! Genau richtig! Jetzt zum Apfelpunkt! Das Dreckloch fällt gleich zusammen! Verstanden! Ihr habt ihr gehört! Bewegung! Das hättest du wohl gern, du Kleinkind. Die Jungs machen wir jetzt mal schön kalt. Da liegt eine Weste, das sollten wir uns merken. Was haben wir hier drin? Röntgenbilder und... Nix Deckung. Ihr werdet erstmal über den Haufen geschossen, Jungs. So, die Tante ist auch tot. Hier haben wir eigentlich auch nichts Interessantes, außer ein Feuerlöscher. Oh, Junge, Junge, Junge. Nein! Jetzt habe ich das Ding aufgesammelt, ich Trottel. So, nehmen wir die Jungs mal schön ins Kreuzfeuer. Ah, schön, zwei auf einen Streich. Da drüben haben wir noch einen, der ist ebenfalls Geschichte. Wo sind die nächsten? X-Ray News. Ah, nee, das Ding geht auf. Das ist nicht gesund. Nicht gut, nicht gesund. Da hinten kommen sie schon wieder. Uah. Boah, Alter, ich habe irgendwie Angst, dass wir hier gleich wieder Munitionsmangel. Ach nee, ich habe gar nichts gesagt. Ah, scheiße. Na komm, schmeiß mir doch mal eine Granate davor, dazu haben wir die Dinger. Huch, was ist denn mit dem passiert?
Gucken wir doch mal ganz kurz hier rein, wenn wir hier schon rein können.